Moin Leute, Kralle hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout New Vegas im Lonesome Road DLC. So, wir haben letztes Mal ja schon wieder ein bisschen mit Ulysses gesprochen. Ich habe mal wieder nur die Hälfte verstanden. Die Videos sind noch nicht hochgeladen, deshalb kenne ich noch nicht eure Kommentare dazu. Ah, Sprengkopf. Aber, mir wurde trotzdem schon ein bisschen was gesagt, und zwar, was ich anscheinend nicht so ganz verstanden habe, Ulysses und wir sind schon zusammen durch das Ödland gereist. Beziehungsweise durch die Mojave. Das war mir gar nicht so klar. Da sind jetzt zwei Sprengköpfe. Wir sind schon zusammen durch die Mojave, durch die Mojave gereist. Wir haben schon anscheinend einiges erlebt. Für mich hat sich das mehr so angehört, als wäre er eigentlich nur ein, ich sag mal, begeisterter Beobachter unserer Taten. Als wirklich jemand, den wir kennen. Wie gesagt, ich kenne noch nicht so viel darüber. Das wird sich dann zeigen, was wir darüber lernen. Oder was ich noch darüber lernen werde. Nur bis jetzt ist es... Also was mir sauer aufstößt ein bisschen ist, dass vorher, vor New Vegas oder vor dem DLC, da ist der Charakter von New Vegas, also den man spielt, ein unbeschriebenes Blatt. Kopfschuss und dann ist man während einer Kuriermission und dann kann man sich aussuchen, wer man war und wer man ist. Durch Lonesome Road haben wir jetzt allerdings eine Vorgeschichte aufgesetzt bekommen. Ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsdingens, Stilmittel, weil das in New Vegas halt, es hat keinen Aufbau. In Fallout 4 ist es jetzt auch nicht super, aber da kann man wenigstens sagen mit Nate, der halt ein Army-Veteran war, das ist eine gute Vorgeschichte, damit es ein bisschen plausibler ist, dass man sich im Ödland zurechtfindet. In Fallout 3 hat man die Vorgeschichte, die man selber miterlebt und quasi da dann die ganze Story drauf aufbaut. Aber bei sowas wie ja, New Vegas war es eigentlich schön, ein unbeschriebenes Blatt zu sein. Was ja jetzt nicht mehr so ist. Vor allem, weil wir ja anscheinend auch das hier erzeugt haben durch einen Fehler. Also, ist schwierig. Bin ich nicht der größte Fan von. Ich gucke mal, wie sich das weiterentwickelt. Auch unser Verhältnis mit Ulysses. Weil, wie gesagt, ich kenne es halt noch überhaupt nicht. Ja, einfach mal gucken. So, das war jetzt auch schon wieder 3 Minuten Gerede. Let's go. Natürlich überleben die das. Ich würde auch einen Sprengkopf... ich würde es auch überleben, bei einem Sprengkopf direkt daneben zu stehen, wenn er explodiert. Habe ich gar nicht mehr? Nee, habe ich gar nicht mehr. Dann haue ich die anderen Sprengköpfe jetzt noch in die Luft. Oder zumindest den da erstmal. Zadusch. Kill. Mir wurde übrigens auch gesagt, ich habe schon mindestens 2 Poster übersehen. Eventuell in ein paar letzten Folgen noch mehr. Ich weiß nicht, ob ich mir die noch hole. Ich wollte eigentlich vor der Aufnahme mal nachschauen, ob das irgendwas Besonderes bringt, die alle zu finden. Aber da ich jetzt erst wieder darauf gekommen bin... Ach Mensch, jetzt rüste ich mir das einfach so aus. Da ich jetzt erst wieder so drauf gekommen bin, habe ich es natürlich auch vergessen nachzugucken. Fallout New Vegas gibt es keinen Bullet Drop, oder? Da gehen die Projektile immer steil nach vorn, glaube ich. Hab
Aber ich scheine trotzdem irgendwie nicht zu treffen. Jetzt habe ich mal getroffen. Nee, der war definitiv daneben. Der hätte zumindest den Arm treffen können. Oh, natürlich, er dreht sofort um. Der hätte treffen müssen. Der hätte nicht treffen müssen. Der hätte treffen müssen. Der hätte eigentlich auch treffen müssen. Gut, und jetzt gehen wir runter. Nein, nicht. Ach, Mensch. So, wieder das normale Laden. Und alles weitere wird in einem Kugelhagel zerschreddert. The Divide. Sind das Assets aus Fallout 3 The Pit? Level Assets? Ja, ich guck mal, wie weit oder wie viele Poster wir noch so finden. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das überhaupt was bringt, außer halt einen Erfolg. Stimmt, ein Erfolg, der einen extra geben könnte. Naja, ich werde es ja heute definitiv noch nicht durchspielen. Und da man hier alles frei bereisen kann, würde ich einfach mal sagen, es ist jetzt noch nicht so wichtig, dass ich das alles mitnehme. Vorsicht, Tommy. So einen Roboter habe ich noch nie gesehen. Er könnte gefährlich sein. Er ist nicht gefährlich. Sieh mal, er ist verletzt. Können wir ihn nicht mit nach Hause nehmen, Papa? Vielleicht kann Mama ihn reparieren. Ich weiß nicht, Sohn. Was, wenn jemand nach ihm sucht? Bitte. Er sieht so einsam aus. Wenn Mama ihn repariert, könnte er ihr doch in der Werkstatt helfen. Na gut, Junge. Aber wenn er irgendwas kaputt macht, musst du dafür gerade stehen. Ja! Er wird genau wie Ralphie sein, nur dass er kein Spielzeug ist. Klingt so, als hätte das Kind ziemlich viel für dich übrig gehabt. Warum bist du gegangen? Wehmütig. Du hast das aufgegeben, um Ridleys Mission fortzusetzen. Hat es sich gelohnt? Du hast Navarro noch immer nicht erreicht. Wo ist das passiert? Zufriedenes Piepsen. Illinois? Daher hast du also den Teller mit. Beziehungsweise dein alter Ego. Was ist ein Chicago? Chicago, Illinois? Verdammt. Geografiekenntnisse in Nordamerika. Ich kann die Bundesstaaten mittlerweile relativ gut zuordnen, aber Städte... Wo ist Illinois nochmal? Nee, warte. Ich glaube, jetzt verrenne ich mich gerade. Also Chicago ist definitiv eine Stadt. War jetzt Illinois ein Staat oder eine Stadt? Klingt für mich eher nach einem Staat. Wo wäre Illinois? Na egal. Ich habe mich schon genug blamiert. Illinois? Daher hast du also den Teller, beziehungsweise dein alter Ego. Was ist ein Chicago? Veranschaulichendes Piepsen. Du hast das aufgegeben, um Whitleys Mission fortzusetzen? Stolzes Piepsen. Hat es sich gelohnt? Du hast Navarro noch immer nicht erreicht. Oh, er ist entschlossen. Okay. Hier wird es weiter runtergehen.
Da oben sind wir, glaube ich, rein. Ich will mal gucken, ob es da oben noch weitergeht. Ob man da vielleicht noch dran vorbeigehen kann. Ja, das wäre nämlich so eine Sache. Wenn man. Und hier sind wir gekommen. Und hier geht es tatsächlich noch weiter. Wenn man. Okay. Man müsste vielleicht alle von den Postern entdecken, um irgendwas freizuschalten. Irgendeine Sprachoption mit Edie. Oh, was steht da? Ach so, das kennen wir ja mittlerweile. Die Tür sieht irgendwie so aus, als ob man da durch kann. Naja. Gut, aber das war's. Das heißt, könnten wir uns von hier droppen lassen? Ne, ich gehe das Risiko mal lieber nicht ein. Also die beiden. Huch, was haben wir hier? Die beiden Poster, die ich bis jetzt übersehen haben soll. Eins, das im Krähennest, weil es sich, glaube ich, sogar schon angesprochen habe, nur dann doch irgendwie vergessen habe. Klingt komplett nach mir. Und ich glaube, das zweite war. Warte, wenn hier das Krähennest war, irgendwo hier unten, glaube ich. Irgendwo hier. Oder da? Nee, irgendwo hier, glaube ich, war das zweite. Dass das Wasser immer noch läuft. Es ist immer noch Wasserdruck auf den Leitungen. Oder Druck auf den Leitungen. Sehr eigenartig. Da oben. Für unsere Bleischleuder müssten wir allerdings ein bisschen näher. Und da sind auch noch zwei. Die sehe ich bis jetzt aber noch nicht. Und ich brauche noch irgendwie eine gute Waffe, womit man die, Zack und weg. Womit man die, hier, die Energiemunition für die Laserpistolen, wo ich bis jetzt immer Piu Piu mit dabei hatte. Ich brauche irgendwas, das das richtig schnell verschießt. Nein, nicht. Ich hasse die Zwei-Taste. Wir hätten irgendwas anderes nehmen sollen. Ja, wenigstens bin ich vorher ausgewichen, aber jetzt weiß ich wenigstens, dass hier auch ein paar. Wieso ist die eigentlich nicht explodiert, als er da durch musste? Obwohl, waren ja deren. Ja, wenn es Annäherungsminen sind, ist es eigentlich scheißegal, aber für ein Spiel macht es Sinn, dass die halt bei einer gewissen Fraktion nicht hochgehen und nur bei Feinden. Ist unsere noch kaputt? Ein bisschen nachkommen, dann reparieren wir sie gerade ganz. So. Habe ich jetzt schon wieder irgendwas angefangen zu sagen und hab's nicht weiter ausgeführt? Hier ist es radioaktiv. Das heißt, irgendwo in der Nähe müsste eine Atombombe sein. Da oben. Nein! Oh. Das Ding ist präziser als gedacht.
Ich bin positiv überrascht. Ach so, die schießen auf Edie. Viele Tote auf jeden Fall. Nach der gezeichneten Patrouille habe ich schon einen Tribeam Laser Rifle. Könnte ich eventuell... Ich repariere so ein Ding mal ganz hoch und gucke, wie gut das ist. Aber ich brauche halt irgendwas noch, das halt die... die andere Munition für die Pistole halt ein bisschen... Ne, damit ich da auch noch irgendwas benutzen kann. Leergun, haben wir die schon komplett repariert? Ja. Wir haben über 6000 Schuss damit und ich brauche irgendwas, womit ich die diese Munition dann relativ schnell verschießen kann. Oder gebrauchen kann. Wie gesagt, wenn ihr uns so ganz allmählich dem Ende des Let's Plays, aber wirklich nur ganz allmählich, ich glaube, da sind noch mehr Folgen drin als zum Beispiel in einem ganzen Stalker-Let's Play. Na, haben wir hier was? Irgendein... Es muss ja das Ralphie-Dingen sein. Das Ralphie-Poster. Übrigens, was ich letztes Mal noch nicht gesagt habe, als ich so verwundert war, dass die Bank halt so nah daran ist, mir war natürlich schon bewusst, dass die ganzen Gebäude hier ein bisschen weiter versunken sind. Also, dass der Eingang zur Bank halt nicht genau auf Augenhöhe mit dem unterirdischen Raketensilo war. Also, das ist schon relativ weit abgesackt, wenn man sich das da so oben anguckt. Da oben hätte wahrscheinlich die Bank gestanden. Nur, man muss halt auch von dem Szenario ausgehen, wenn die Rakete dann startet, würde die halt nur knappe 50 Meter neben einer Bank hochfliegen. Maulwurfsratten. Maulwurfsratten, die fliehen. Ja, dann sollen sie mal. Hunting Rifle. Aber ich liebe auch immer noch Bolt-Action-Gewehre. Nur leider sind die hier halt überhaupt nicht mehr Nütze. Nützlich. Sie machen einfach zu wenig Schaden über Zeit. Die rennen sofort weg. Die wollen mir nur in den Rücken fallen. Warte, wo war hier die zweite Atombombe? Sprengkopf, den wir hochgejagt haben. Da vorne, ne? Ja, da wo es brennt. Macht Sinn. Freiter Fosters persönliches Tages. Ach, da fällt mir gerade auch noch ein. Gut. Ein Feind in der Nähe. Wir haben doch eben das Log hier aufgenommen. Ich vergesse sowas einfach viel zu schnell. Ich habe ein unfassbar schlechtes Kurzzeitgedächtnis. Die Weißbeine wollten Respekt zeigen. Mich bestechen, um Caesars Gunst zu erlangen. Sie wiederholten höfliche Wendungen und Wörter. Ich habe ihnen Techniklager, das Schießpulver gezeigt und von Caesars Stolz über diejenigen, die damit umgehen können, gesprochen. Lügen. Und am Ende haben sie mich verehrt, nicht die Legion. Sie haben mich eines Abends zum Lagerfeuer eingeladen. Mir gezeigt, wie sie sich verändert haben. Wie sie jetzt das Haar tragen. Im Schein des Lichts sahen sie aus wie mein alter Stamm. Ihre Zähne leuchteten rot im Dunkeln. Eifrige Leichen. Blutüberströmte Geister. Sie trugen meine Strähnen. Im Stil der Harzwirbler, um
zeigen, dass sie waren wie ich. Die Knoten erzählten von Gewalt und Vergewaltigung. Von Ignoranz der wahren Bedeutung. Statt meinem Stamm eine Ehre zu erweisen, besudelten sie ihn. Ich verlor mich darin, in ihren Strähnen zu lesen, bis ich mich daran erinnert habe, dass sie für sie bedeutungslos sind, ohne Geschichte. Ihnen war nicht einmal die Beleidigung in den Wirbeln und Knoten bewusst. Drywells drängte sich auf. Die Weißbeine standen so im Kreis, wie Geister meines toten Stammes. Widerlich, hungrig, vor Caesar kriechend. Eine weitere verlorene Geschichte, durch mich allein fortgetragen. Okay. Also er hatte relativ viel mit den Weißbeinen zu tun. Aber da er noch so über seinen alten Stamm spricht, sieht man ja auch, dass diese, ich sag mal, Kulturauslöschung, die Caesar versucht hat, dass die alten Stämme mit ihrer Identität halt ausgelöscht werden und nur noch die Identität von Caesars Legion annehmen, dass das nicht bei allen so gut geklappt hat. Selbst bei, was war er? Er war ein Frumentarii? Oder ein Legat? Oder ein, also er war auf jeden Fall ein höheres Tier. Bei der Legion. Und der hat ja definitiv seine Geschichte noch nicht so vergessen.